dich vor. So schön, wie die Alien-Symmetrie genauso lieben wie ich. Kann ich auch symmetrisch vorrücken. On the move. Aye, aye, Commander. Du kannst da. Ach, sieht doch schön aus, oder? Ja, das ist super. Alter. Also komplett Deckung, Position, Klasse. Naja, Klasse fast, aber ansatzweise ähnlich. Da ist eine Tür offen, das werden Trupp 1, 2 oder 3 gewesen sein, nicht die Outsider selber. Ich guck gleich mal, was die Uhren sagen. Und je nachdem rücke ich dann halt zur einen oder anderen Seite vor. Ich könnte auch zu beiden Seiten vorrücken, um Flankenbewegungen zu machen. Ja, das wird sogar Sinn machen. Denn wir haben höchstwahrscheinlich eh nur noch die Outsider. Vielleicht ein oder zwei Seeker, aber das ist vernachlässigbar, weil die können uns nicht one-shotten. Die Outsider schon. Und gerade Outsider zu knacken kann manchmal ein bisschen schwierig sein, wenn es vor allem jetzt mehr sind. Das heißt, Flankierungsmanöver klingt ja echt toll. Also, einer mit einer Nahkampffähigkeit, einer, der zweimal schießen kann. An die Tür. Das könnte jetzt triggern. Nein, okay. Nahkämpfer da. Einer, der zweimal schießen kann, an die Tür. Super. Und Support. Der Deckung wegspringt dahin. Support, der heilen kann. Dorthin. Und Rocketeer, der alles wegspringen kann. Hier die Deckung ist. Ja. Ein bisschen schräg, bin ich sehr irritiert, was die Deckung angeht. Watch, watch, warten. Und die sind schräg da. Also im hinteren Teil des UFOs. Das heißt, wir können die Tür jetzt eigentlich problemlos aufmachen. Yep. Und hier sind die irgendwo. Das könnte jetzt triggern. Auch nicht, okay. Hier drin? Ja, wird Sinn machen. Das ist die Kommandozentrale, ne? Okay. Das heißt, wir können sie jetzt ideal flankieren. Weil wir wirklich zwei Türen haben, die geschlossen sind. Da kann ich mich in Position begeben. Wir machen eine Tür auf. Sie orientieren sich an der Truppe, die die Tür geöffnet hat. Und dann, nachdem sie sich positioniert haben, kommt Trupp 2 rein und räumt auf. Das sollte echt gar kein Problem geben mit den Outsidern. Ist jetzt nur ein bisschen friemelig, alle Leute dahin zu bekommen. Solid copy. Und weil es eigentlich nur Zeitaufwand ist. Aber das ist wert. Ist auf jeden Fall wert, dass wir denn keine Verluste haben. Dass wir schön Loot bekommen. Also Loot zum Verkaufen. Also kaputte Sachen. Aber auch die Leichen und Meld. Meld ist so lala in dieser Mission, weil ich nur einen Container, glaube ich, aktiviert habe. Aber ansonsten. Alloys müssten recht gut sein. Kannst auch schon mal vor. So, haben wir es bald? So, du kannst da. So. Kommen von sich aus nicht raus. Jetzt nicht aus Versehen die Tür öffnen. Tab. Arbeite mit Tab, genau. Du bist da. Moving to position. Zweimal Schießling. Got it covered. Rocketeer. Ich glaube von hier. Ja, von hier aus könnte ich so reinschießen, so schräg. Dann ist der Computer kaputt, aber. Ja, dann ist er halt kaputt. Wirklich schlimm. Wir haben davon, glaube ich, schon 6 Stück.
Granaten könnte ich von hier aus auch so schräg reinwerfen. Ja, bleibst hier. Medic. Probier's mal von da. Ich bezweifle es, dass du so um die Ecke schießen kannst, dass ich so rüberbeugen, aber vielleicht, vielleicht. Hä? Es ging irgendwie in die falsche Richtung. Okay, erstmal dürft ihr euch positionieren. Klar könnte man auch vor einer Overwatch gehen, aber ich denke, es ist sinnvoller, so das zu machen. Watch the sides. Jupp, aber jetzt könnt ihr sich alles so hinstellen, dass ihr die flankieren könnt. Oder sie stehen einfach schon günstig und machen das sofort. Also Nummer 1 ist weg. Und Nummer 2. Jetzt auch, oder? Ja, komm. 100%. Das schaffst du. Und Nummer 2. Sauber. Absolut sauber. 18 Kills. Keine Verluste. So muss das sein. Eventuell haben wir jetzt Leute im Krankenhaus für eine Weile. Der eine hatte ja 4 HP oder 5 HP Schaden genommen, aber das sollten ja nur 1-2 Wochen sein. Ist also vertretbar. Ja, eine Woche nur. Schön. Und 2 Beförderungen. Einmal für Gumano. Du bekommst... Bist Rocketeer. Platform Stability. Shots taken before any costly action have a plus 10 aim and plus 10 crit chance. Also then plus 10 aim for the purpose of reducing rocketry scatter. The soldier has not moved this turn. Ja, absolut. Und du... Close Encounter. Moment mal, was macht er denn? Confess a reaction shot against any enemy who closes to within 4 tiles. Und Close Encounter? Achso, the first standard shot made within 4 tiles of the target does not count as an action. Cannot combine with run and gun. Ich glaube, Rapid Fire war besser, weil man konnte es mit Run and Gun kombinieren. Ja. Confirm. Continue. Oh ja, oh ja, sehr gut. Mails, oh lala, 4 Flight Compute. Da ist nichts kaputt gegangen. Menno, ich hätte mehr Raketen und Granaten schmeißen sollen. Ich muss doch Zeug verkaufen. Ich brauche doch Kohle. Rüstung ist incoming. Na gut. Primär wegen dem Panikschild. Und da ist die Rüstung. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Noch 5 Carapace Rüstung. Ich hab... Was? Ich hab 10 davon in Auftrag gegeben. Für die gibt's aber keine Mission, oder? Hab ich mich da verklickt? Oder war das nun Geruwehr, der verpeilt war? Oder was ist da passiert? Huh. Ja, ich hätte gerne... Laser Carabine ist in Arbeit. Yep. Laser Rifle... Sehe ich keins. Aber mir fällt gerade auf, dass die Auflösung wieder ein bisschen komisch ist. Da muss ich wieder irgendwas umgestellt haben. Oder stecke ich, das passt schon. Manufacture... 1. Ich keine Kohle habe. So... Damit können wir jetzt die Stun Gun bauen. Arc Thrower. Accept. So, nächste Forschung. Ich denke, das sollten die Autopsien sein, damit ich den auch gefangen nehmen kann. Und Thin Man ist da am naheliegendsten, weil Sektoiden nicht mehr ganz häufig kommen. Ja. Ja. Oh, aber kennen wir ja schon. Also 4 Tage kommt das.
Satellit kommt nur einen Tag. Die Gebäude fehlen aber noch. Genau, das braucht über 2 Wochen. Das dauert. Ich müsste jetzt doch noch 1, 2 Sachen verkaufen, um dies dann ganz zu bauen. So, ich habe die Forschung jetzt schon angefangen. Also die 10 Leichen davon wurden schon verbraucht und ich habe trotzdem noch 33. Also kann ich es mir leisten, davon ein paar zu verkaufen. Illyrium leiste ich mir jetzt auch mal. Meld genauso. So. Wie teuer war dies dann denn überhaupt? 90. Einer. Oh Gott. Okay, ich brauche noch 70. So. Oh, das ist echt teuer. Manufacture braucht auch 8 Tage. Passt ganz gut mit dem anderen zusammen. Und ich bräuchte eigentlich noch ein Gebäude. Die Repair Facility bräuchte ich endlich. Sonst habe ich halt, ne? Ich habe ja schon tolle Sachen, die ich eigentlich nutzen könnte. Sie müssten repariert werden. Ah, nein, 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 nein. Wie teuer ist ein Repair Facility? Repair Bay. 50 nur. Okay, das kriege ich auch noch hin. Nimm doch bitte mehr Lyrium. So. Engineering Build Facilities. Neben dem Workshop ein Repair Bay. Construction. Ah, okay. Weiter. Noch mehr Fragmente für Germany. Ja, mach mal. Panikschutz in Europa müsste aber eigentlich schon ziemlich gut sein, oder? Ja, ja. Wenn Frankreich der Satellit abkommt noch, dann müsste das wieder runtergehen. Hoffentlich. Ich glaube, es geht nicht in den grünen Bereich, aber die Bubble hier sollte komplett schwarz werden. Das heißt, wir haben noch eine Bubble voll. Das ist dann okay. Ein Credit. Wow. Commander, our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy it on your orders. Ja, beide fertig. Ich kann momentan aber nur einen davon hochschicken und das ist dann Frankreich. Launch. Oh. Also war ganz schön wenig Panik, dass da runtergegangen ist, dafür, dass sie jetzt einen neuen Satelliten haben. Hm. Nicht so toll, wie ich mir das vorgestellt habe. Was für Requests haben wir hier noch? Kanada hätte gern Satelliten, das kannst du knicken. Satellit, Satellit. Sektoidenleichen, 8 Stück. Nee. Wenn ich das jetzt machen würde, hätte ich nicht genug Leichen für die Autopsie. Läuft also aus und wir haben gleich schon wieder weiterer Corporal. Bräuchte ich mehr Kohle für, ehrlich gesagt. Geh mal hierher. Wir haben einen Pool aus 40 Leuten. Das sind. Davon sind ziemlich viele schon von höherem Rang. Wir haben einen Rookie. Wir haben aber neue Leute bestellt. Die müssten auch eigentlich bald da sein. New Soldiers. Wir brauchen ganz schön lange. Aber ja, 4 neue Leute kommen. Müssten trotzdem auch mehr werden. Beförderung war sonst keine mehr da. Schade. Also nee, ich brauche es nicht wirklich. Ich brauche eher Waffen. Ich brauche tolle Waffen. Klar könnte ich jetzt auch wieder Sachen verkaufen und dadurch dann neue Lasergewehre kaufen. Aber das wären dann 160 oder so Bucks nur für einen Soldaten. Zugegeben Corporal, aber trotzdem. Nee, mache ich nicht. Das mache ich nicht. So, gib mir meinen Arm. Excellent work, Commander. Nah. This council is pleased to see our continued support of this project has been worthwhile. We hope that your current successes only mark the beginning of an enduring effort to eliminate the extraterrestrial threat. So, erstmal brauche ich ein neues Flugzeug. We will be in touch, Commander. So, dann brauche ich
Eigentlich die Lasergewehre. The new engineers arrived this morning, Commander. We're always glad to have more help down here. Weiteres Labor? Nee. Alien Containment ist im Bau. Ein Laser Rifle. Ja, Bau Laser Rifle. 4 Stück. Dann haben wir 5. Haben wir insgesamt 8. Also ich könnte zwischendurch auch mal so eine Mission, so ein Ding ins Start nehmen. Aber es dauert jetzt 9 Tage. Das heißt, es hat mit dem anderen nichts mehr zu tun. Axelrohr, komm schon. Rüstung war anscheinend ein Anzeigefehler. Also ich habe 5 und die 5, die hier standen, die waren eigentlich schon abgelaufen. Also ich habe da nichts verklickt. Wir bräuchten theoretisch also auch noch 2 Rüstungen. Das mache ich doch gleich mal. So. Und damit bin ich wieder pleite. Größtenteils zumindest. Aber ich habe wenigstens einigermaßen Ausrüstung, sobald das alles durch ist. Ah, Autopsie. Fertig. Ich scroll einmal für die Leser. Versuch's zumindest. Ja. Ja. Und erforsch als nächstes die Sektoiden. Wo die 10 Leichen draufgehen für. We've made a number of interesting discoveries based on the autopsy results of the alien specimen you brought back. The research team is now referring to this particular variation as a sectoid, based on the unusual structure of its internal organs, which we believe to be the product of genetic manipulation. As we've seen in the field, this species also seems to harbor some sort of telepathic ability. Braucht nur 3 Tage. Ist also schnell gemacht. Und danach sollte ich vermutlich in die Advanced Laser gehen, um Laser Sniper, Laser Shotgun und die Laser für die Flugzeuge zu kaufen. Oh, da. Kanada will schon wieder einen Satelliten haben? Kann ich nicht. Ich habe noch kein Ding jetzt fertig. Oder? Situation Bay. Nö, ist noch nicht fertig. Und selbst wenn, würde ich das wahrscheinlich auch nicht, weil das wäre ein Afrika-Fehler wieder. Nur halt dann Nordamerika. Das heißt, wir triggern da UFOs, die wir nicht abschießen können. Wir brauchen da wieder Flugzeuge, das ist alles viel zu teuer. Nö. Oh, stopp. Mir fehlt noch Covered Ops. Ich müsste eigentlich scannen, damit mir nicht irgendwas passiert, oder? Ich glaube schon. Scan mal. Intel scan complete. Positive ID on Exalt Cell locations. Wen schicken wir denn da mal? Ein Sniper 9, Assault 9, Infantry 9. Scout. Lance Corporal James Black. Yo. Loadout. Du. Ja. The engineering team is doing some tests right now that could be disruptive. So. I'm going to alert the staff as a precaution. Hab ich den nicht losgeschickt, ne? Nee. Loadout. Du bist der Falsche. Du bist der Richtige. Nee, Machine Pistol ist zu schwer. Normale Pistol ist okay. So, Send Operative. Okay. Also auch wenn ich die Mission nicht so wirklich mag von Exalt. Aber ich muss das halt regelmäßig mit dem Scan machen, damit wir nicht bestohlen werden oder ähnliches. Weil da sind ja doch ziemlich üble Sachen bei, wie wir vor kurzem gesehen haben. Also das. Und jetzt einmal weiter scannen.